und herzlich willkommen bei die Sachsengriller. Der Joven ist bei uns wieder angewiesen. Besser gesagt, die K8. Oh ja, heute mal wieder die K8. Genau. Marco will uns zeigen, wie man einen ganz leckeren und schnellen Filettopf macht. Mhm. Wie das geht, was er dazu braucht, zeigt euch jetzt und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ich auch. Für den Filettopf habt ihr hier die Zutaten liegen, und zwar sind das Baconstreifen, Butter, unsere Schweinefilets, Petersilie, Zwiebeln, Knoblauch, welche wir dann noch fein würfeln. Hier haben wir Champignons, die werden geachtelt bzw. geviertelt. Dann haben wir unsere Gewürze, nur Pfeffer, Salz, Paprika, etwas Sahne, Tomatenmark und Senf. Hier haben wir Creme Fraiche und hier hinten versteckt sich noch unsere selbstgemachte Brühe. Zu den Zwiebeln, den ganzen Geschichten, das schnippeln wir jetzt noch klein, aber die genauen Schritte, wisst ihr ja, findet ihr bei uns im Rezept. Kurz zum Setup. Wir haben hier unsere Petromax Kohlen wie gewohnt unten drunter und haben hier unsere K8 Form. In dieser haben wir etwas Öl warm werden lassen. Jetzt geben wir unser Butterfleckchen mit hinzu. Und während das zerläuft, habe ich in der Zwischenzeit bzw. vorher schon mit Salz, Pfeffer und Paprika die Schweinefiletstücken gewürzt. Und diese braten wir jetzt in der Butter-Öl-Mischung ringsherum erst einmal an. Sind die Filetstücken ringsherum richtig schön angebrutzelt. Die müssen nicht durch sein, weil die schneiden wir dann noch in Scheiben. Nehmen wir die raus und geben die zum Warmhalten in Alufolie oder in ein anderes Warmhaltegefäß. Wie gesagt, die müssen nicht durch sein. Und wir machen hier auch gleich weiter. In dem Bratensatz geben wir jetzt die Zwiebeln in den Knoblauch hinein, rösten das schön mit an, zusammen mit unseren, die Schale auch mit rein? Mit der ohne Porzellan natürlich. Die Baconstreifen kommen noch mit hinzu. Das wird jetzt richtig schön gemeinsam angeröstet. Wenn das alles etwas Fahrt aufgenommen hat, kommen jetzt unsere geviertelten bzw. geachtelten Champignons hinzu. Die werden noch mit untergemengt und schön mit angeschwitzt. Haben die Pilze auch etwas an Farbe bekommen, löschen wir das Ganze mit unserer Brühe ab. Gefolgt von der Sahne und unserer Creme Fraiche. Alles gut miteinander verrührt und schön aufgekocht. Ist das schön am Köcheln, die ganze Geschichte. Kommt hier unser Tomatenmark. Nein, das rösten wir nicht mit an, das ist nur für die Farbe und für den Geschmack. Und unser Bautzener Senf. Das geben wir hier mit rein. Das wird gut untergerührt. Und dann kommt auch schon wieder unser in Scheiben geschnittenes Fleisch mit dazu. Ich hoffe, man kann halbwegs was erkennen. Die Pilzsoße ist schön nach unserem Geschmack abgeschmeckt. Jetzt haben wir hier unser Fleisch, ganz wichtig, mit dem Fleischsaft wieder hineingeben in den Topf. Richtig schön mit in die Soße reinbringen wieder. Etwas aufköcheln lassen. Und dann sollte die ganze Geschichte in 10 bis 15 Minuten schon wieder genießbar sein. Filettopf ist fertig. Nicht zum Verkosten. Heiß. Schön weich. Zart.
geschmacklich. Fast zerfallig. Fast zerfallig. Geschmacksmäßig, also top. Die Gewürze. Passt. Die Brühe, alles passt. Wunderbar. Gute Sache. Und man kann auch wirklich sagen, für ein Dutch Oven Gericht ein schnelles, einfaches und leckeres. Vor allen Dingen, während das im Dutch Oven vor sich her brodelt und fertig wird, könnt ihr euch überlegen, was ihr dazu essen wollt. Genau. Ihr wisst ja, bei uns, wir sind da relativ sporadisch, was das angeht mit den Beilagen. Also hier könnten Spätzle, Nudeln, Klöße, Knödel, selbst normales Brot sollte reichen. Weil das ist wirklich eine runde Sache. Man kann aber auch die Beilagen weglassen. Könnte man auch. So wie wir das immer machen. Aber jetzt haben wir lang genug geschwatzt und haben euch was vorgekaut. Ich kann nur sagen, das Gericht ist auf jeden Fall zum Nachmachen empfohlen. Gebt uns einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Schließt am besten noch ein Abo ab. Klickt die Glocke daneben noch, so kriegt ihr automatisch eine Information, wenn ein neues Video raus ist für die Sachsengriller. Und nächstens, oder besser gesagt, beim nächsten Video sehen wir uns schon wieder. Das hoffe ich doch. Der André und der Marco sagen ciao, ciao. Bis dahin.